علي ابن الحسين gehörte auch dazu, der Sohn von Al-Hussein. Ali ibn Al-Hussein ibn Ali radiallahu anhu ist auch nicht hinausgezogen. Sein Vater wurde ermordet. Und warum denn? Weil sie gesagt haben, dürfen wir nicht. Ja, warum dürft ihr nicht? Ja, weil das unser Staatsoberhaupt ist. Ja, wie das ist euer Staatsoberhaupt? Rasul sallallahu alaihi wasallam hat klipp und klar gesagt, wenn ein Staatsoberhaupt da ist, er ist Muslim, folgt ihm. Er ist ungerecht. Jetzt ist die Frage, was machen die Sahaba? Die großen Gelehrten, die Sunna kennen, oder kennen wir sie besser als sie? Oder den Koran kennen wir ihn besser als sie? Sie sagen, nein, das geht nicht. Warum? Weil der Schaden viel größer ist. Der Schaden wird viel zu groß sein. Und deswegen, es gibt viele Muslime, die sind voller Emotion. Der soll weg, dieser, und ja, mach egal was. Und der Preis? Egal, wie hoch der Preis ist. Nein, ist es nicht. Noch einmal, wir reden jetzt nicht über eine Kolonialisierung. Da ist egal, wie der Preis. Dein Land muss befreit werden, das ist klar. Ja, das sagt jedes Land, ob muslimisch oder nicht muslimisch. Ja. Jetzt zum Beispiel in der Ukraine. Glaubt ihr, irgendein Ukrainer würde sagen, nee, also ab einer Totenzahl von 1 Million sagen wir den Russen, bitte schön, nimmt Ukraine? Nein. Und wenn du uns alle vernichtest bis zum letzten Baby, wir werden unser Land verteidigen. Das hier sagt jeder Mensch. Das hat nichts, nicht nur was mit dem Islam zu tun. Da kommt jemand anderes und will dir dein Land wegnehmen. Das ist jetzt aber nicht unser Thema. Das Land gehört den Bewohnern. Aber einer von diesen Bewohnern ist jetzt der Kalif und der ist nicht gut. Das ist also ein ganz anderes Thema. Ja, also in Algerien zum Beispiel, das ist ja die längste Kolonialisierung gewesen, oder nicht? Ja, also Neuzeit, 6 Millionen. Getötete Algerier. 6 Millionen, das ist eine gewaltige Zahl. Abgesehen natürlich von Marokko, Tunesien, Libyen und so weiter, Syrien, alle Gebiete, die eben Kolonien waren. Und dann die anderen in Afrika, die Länder. Wie viele Leute getötet wurden. Warum haben die Bewohner trotzdem weitergemacht? Das ist ihr Land. Sollst du denn sagen, verkauf dein Land? Das ist ihr Land. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht jetzt nicht darum, ein Fremder will dir dein Land rauben. Jetzt geht es darum, er ist einer von dir. Aber er ist jetzt ungerecht. Was machen wir jetzt? Hier gilt Geduld. Geduld, bis Allah subhanahu wa ta'ala etwas Besseres erlaubt. Wie erlaubt er das? Überlasse die Taktik, überlasse es Allah azza wa ta'ala. Das ist der Fehler, wie gesagt, von vielen Jugendlichen oder auch nicht Jugendlichen, also emotionsvollen, emotionsgeleiteten Menschen, die nicht in solchen Themen nach Koran und Sunna handeln, wie es die Gelehrten, an allererster Stelle diese Gelehrten, die Sahaba, es erklärt haben. Oh, der ist schlecht da oben, geh weg. Der da oben, der ist einer von uns. Und Allah subhanahu wa ta'ala wird demjenigen Herrschaft verleihen als Produkt der Gesellschaft. Das sagt Allah azza wa jalla. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert an einer Gesellschaft nichts, bis sie sich selbst ändern. Und deswegen sagten eben diese Gefährten, nein, zieht nicht gegen Yazid. Dazu gehört auch Ibn Abbas radiallahu anhu. Also das sind, noch einmal, das sind die größten Gelehrten überhaupt zu der damaligen Zeit. Und überhaupt, Ibn Abbas gehört sowieso, und Ibn Umar und so weiter, zu den größten Gelehrten überhaupt der islamischen Geschichte. Und die sagen, nein, tut das nicht, denn das wird einen viel größeren Schaden nach sich ziehen. Dazu gehört auch An-Nu'man ibn Bashir, radiallahu an, Abdullah ibn Ja'far, ibn Abi Talib, radiallahu an, dann von den Tabi'in, einer der größten Tabi'in, inshallah werden wir dann noch separat auch uns ein paar Vorträge anhören über die Gelehrten der Tabi'in und wichtigen Persönlichkeiten. Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib ist einer der größten Gelehrten unter den Tabi'in. Er war kein Gefährte. Also das heißt, er hat den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gesehen. Und auch er sagte, tut das nicht. Das dürft ihr nicht machen. Warum dürft ihr das nicht machen? Sollen wir mit diesem Unrecht weiterleben? Ja, wenn du jetzt gegen ihn ankämpfst, wird jetzt Gerechtigkeit walten.
Oder wird es umso mehr Ungerechtigkeit geben? Du willst ja die Ungerechtigkeit beseitigen jetzt, oder nicht? So, jetzt wirst du gegen ihn ankämpfen. Was wird jetzt geschehen? Er wird doch noch mehr ungerecht sein. Hast du dein Ziel erreicht? Nein. Ist er weg? Nein. Er wird noch ungerechter sein. Er wird noch mehr Leute umbringen und foltern und töten. Und was haben wir dann davon? Nichts. Und genau das ist der Punkt, warum die Gelehrten sagen, man darf nicht gegen muslimische Herrscher, so schlimm sie sein mögen, sie sind noch Muslime. Jemand, der kein Muslim ist, nochmal, ich weiß nicht, wie oft ich das nochmal wiederholen soll, aber auf jeden Fall, damit man das auch merkt, was der Unterschied ist. Es geht um einen Muslim, aber er ist schlecht. Was machen wir jetzt? Was wir machen ist, die Gesellschaft erziehen, dass sie mehr Islam wollen. Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, sagte, er wurde mal gefragt, warum sagt ihr nichts, ihr bei euren Königen und ihr Palastgelehrten und ihr... Er sagte, was zum Beispiel? Ja, die ganzen Zinsen sollen weg. Soll das hier, muslimisches Land mit Zinsen? Da sagte Ibn Baz, rahimahullah, geht nicht zu diesen Banken, dann machen die dicht. Sag mal, wer ist denn bitte schön Kunde? Nur der König und der Präsident bei diesen Banken? Wer ist denn bitte schön derjenige, der die Tickets für die Kinos kauft? Nur der König und der Präsident? Und für die Festivals? Wer tanzt denn darum? Nur der König und der Präsident? Oder ist es die Bevölkerung, die Gesellschaft? Und genau das ist der Punkt, den viele nicht verstehen wollen. Jetzt kommt ein Staatsoberhaupt, wie wir uns das alle wünschen. Er ist gerecht und er liebt Gott und so weiter und so fort. Ehrlich, Masha'Allah. Was soll er denn bitte schön machen, dieser Staatsoberhaupt? Der soll bitte schön alle Banken schließen. Okay? Hast du Geld? Hast du Geld? Also woher soll das Geld jetzt kommen? Achi, tawakkal ala Allah, vertraue auf Allah azza wa jal, mach die Banken dicht. Alles klar, so, wir machen die Banken dicht. Er hat Vertrauen auf Allah. Hat seine Bevölkerung Vertrauen auf Allah? Jetzt kommen die Leute und sagen, Sekunde mal, mein Balkon ist noch nicht fertig. Ich wollte nochmal 20.000 Kredit, damit ich fertig mache. Geht nicht, Bank ist zu. Hast du eine Alternative? Nein, leider haben wir nicht viel Geld, also wir können das nicht, ja. Okay, was machen wir jetzt? Du kannst nicht bauen, du kannst nicht kaufen, du kannst nicht dies machen. Jetzt geht's weiter. Ja gut, aber dann können wir auch das Krankenhaus nicht bauen. Ja gut, also die Bevölkerung hat gesagt, wir wollen einen islamischen Herrscher, oder nicht? Und wir sind bereit, geduldig zu sein. Ja, okay, brauchen wir nicht das Krankenhaus. Ja, und diese eine Schule, die wollte renoviert werden, machen wir nicht. Wir haben, die Weltbank, A'udhu Billah, die Welt, das ist doch Zinsen, Kredit, A'udhu Billah. Ja, keine Kredit von der Weltbank. Okay, cut. Kommt der Arzt vom Krankenhaus, wo ist mein Gehalt? Wurde nicht überwiesen. Ihr habt doch gesagt, wir sollen keine Kredite mehr nehmen von der Weltbank, oder nicht? Und ihr werdet inshallah ta'ala geduldig sein. Ja, es gibt kein Geld, ich habe kein Geld. Viele Menschen verstehen das nicht, wie die Welt funktioniert, wie Länder funktionieren, wie werden Menschen bezahlt, wie funktioniert das? Die wissen nur, oh, der da ist schlimm. Ja, er ist schlimm, ich sage nicht, das sind Engel, die da an der Macht sind. Aber stell dir vor, er ist weg. Hat sich was geändert? Nein, warum? Weil du dich nicht geändert hast. Du willst immer noch in Saus und Braus leben. Du willst immer noch deinen Urlaub machen, oder nicht? Im schönen Hotel, oder nicht? Aber das kann nicht finanziert werden in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir leben, außer durch diesen Haram. Wenn wir also allesamt, die Muslime, sagen, wir hören auf, Haram zu konsumieren, müssen wir Geduld haben und standhaft bleiben, dass wir das auch aushalten. Ägypten, ein Riesenland, oder nicht? Woher bekommen die Weizen? Es geht jetzt nur um Brot. Es geht nicht hier um dein Erdbeerpudding. Es geht hier um Brot und Wasser. Gut, Wasser haben die. Möge Allah Ägypten bewahren. Ja? Dieser Staudamm, der gebaut wird. Wo war das? Äthiopien, oder nicht? Ja. Das sind alles geopolitische Aspekte, die man berücksichtigen muss. Auf jeden Fall, jetzt kommt Amerika und sagt, aha, ihr wollt einen muslimischen Staatsoberhaupt, alles klar. Könnt ihr mal bitte die Container mit den Weizen wieder zurückbringen? Die versorgen die Ägypter nicht, weil sie das fi sabilillah machen, sondern damit sie eben ihre Politik aufzwingen können. So, jetzt kommst du und sagst, guck mal, liebe Ägypter, tawakkalu ala Allah, ja, und wir wollen ja einen Abu Bakr as-Siddiq an der Macht, nicht wahr? Ja, ja, natürlich wollen wir das. Sehr schön. Also, es gibt kein Brot mehr. Was passiert jetzt? Die werden sofort diesen Staatsoberhaupt umbringen, sofort. Hallo, ich will mein Brot, mein Bruder, meine Tochter, die wollen essen.
Das heißt, du bist am kürzeren Hebel. Und du kannst das nur ändern, wenn du eine Gesellschaft hast, die sagt, und wenn ich kein Brot habe, ich möchte trotzdem islamisch leben. Und wenn ich mein Haus nicht bauen kann, ich nehme keine Zinsen. Und wenn ich das Medikament nicht finde für meinen erkrankten Sohn, ich werde aber trotzdem nicht dafür sein, dass wir hier Unislamisches einführen. Weil die Weltbank, die hat ja Bedingungen. Du willst einen Kredit von der Weltbank, einen Staat, dann musst du Kinos aufmachen. Hallo, ich wollte doch Geld, was hat das mit Kino zu tun? Sag mir, du sollst weniger Ausgaben haben, sag mir, du sollst Sparmaßnahmen machen, das kann ich ja noch verstehen. Was hat das mit Kino zu tun? Nö, nö. Willst du von der Weltbank Kredite haben? Öffne Kinos. Und nicht mit islamischen Filmen natürlich, das ist ja klar. Ja. Du willst einen Kredit von der Weltbank, ändere mal bitte die Bücher vom Religionsunterricht. Hallo, ich wollte doch das Geld, damit ich ein Krankenhaus baue. Was hat das jetzt mit dem Religionsunterricht? Du willst von uns Geld? Also diktieren wir dir, was du zu tun hast. Das ist Guten Morgen auf dem Planeten Erde 2023. Die Muslime nun, liebe Geschwister, in der islamischen Welt, sind sie so weit, dass sie sagen, wir werden geduldig ausharren? Nein. Punkt aus, Ende, Schluss. Allah ändert nichts an einem Volk, bis sie sich selbst ändern. Wenn wir das nicht verstehen, dann kommen diese emotionsgeladenen Leute, oh, dieser König, natürlich, diese Herrscher sind ungerecht und sündigen vor allen Leuten und so weiter. Das ist klar, aber die Sache ist, was ist die Lösung? Die Lösung dauert. Und zwar, dass wir keine Sünden konsumieren. So einfach ist das und so schwer. Dass wir eben, wir Muslime, uns an den Islam halten.